Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World, zusammen mit einer sehr zynischen und sehr sarkastischen Laura am Start. Wir haben endlich den Tank gefüllt und jetzt können wir diese Maschine bedienen. Auslöser, ich weiß nicht, ob der immer noch kaputt ist, aber ich drücke einfach mal drauf. Ihr wollt was? Meine Güte, sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau hat unsere Maschine repariert. Ich bin keine Putzfrau. Was ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch zwei Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Okay, wir haben jetzt da oben tatsächlich eine arme kleine Wollmaus. Können wir das wieder kombinieren? Hat ja toll geklappt. Und einen Pfeil haben wir auch noch, glaube ich. So. Einmal bitte die Wollmaus da rausholen. Das Schilfrohr ist zu kurz. An den Zeigestock machen? Der Zeigestock. Halt! Scheiße. Entschuldigung. Oh. So, und jetzt können wir aber die wunderschöne Wollmaus holen. Bitte. Jetzt. Ja. Oh. Immer noch zu kurz. Nein, doch nicht. No. Ja, bin eine Wollmaus. Okay, uns fehlen noch zwei Werte. Ich gehe mal zurück. Wollmaus, Ladebildschirm. Und wir haben einen Pfeil. Das sieht aus wie ein Pfeil von dem verrückten Alten. Ist es auch. Können wir es mitnehmen? Sehr gut. Können wir ihn auseinanderbauen? Und was genau soll ich jetzt damit machen? Ich weiß nicht. Jo, wir haben... Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Wollmaus auf dem Kopf. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Vielleicht. So, du hast was gefressen. Wäre schön, wenn du es Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Ja. Hey. Ah, Papier im Darm. Hast du hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß? Gefaltet? Bestehend aus Papier? Ja. Genauso einen habe ich gerade eben verschluckt. Warum verschluckst du denn Papierflieger? Sind sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Na, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise. Aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet? Das bedeutet, ich kann nicht anders. Kannst du das einfach lassen? Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Oh Gott. Hör auf damit. Du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Warum isst du nicht irgendwas anderes? Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Irgendwas Fliegendes in der Nähe? Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Boah. Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Du willst jetzt aber nicht, dass ich die Wollmaus an den verfüttere, oder? Gutes Beispiel von... Bringt nichts. Wird nicht vor... Aber wenn sie es kaputt... Na, ich will es nicht kaputt machen. Die Wollmaus ist mein... Okay.
Er muss also alles fressen, was fliegt. Ham, ich habe einen Pfeil. Ich habe eine Wollmaus. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Jo. Kann ich... Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Was kann ich denn hier noch anwählen? Hörrohr? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nicht wirklich, hätte ja sein können. Kann ich den Robert hier vielleicht rausfischen? Ernsthaft? Ja. Mein voller Ernst. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nein. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Wollmaus reinschmeißen. Das funktioniert jetzt. Ja. Der hört jetzt nichts mehr. Also er sieht und hört jetzt nichts mehr. Finde ich gut. Jetzt können wir mit ihm reden. Hey, ich bin jetzt hier. Und ich bin hier. Aber was bringt uns das? Kannst du mal aufhören zu meckern? Ich werde dich da schon runterholen. In welchem Zustand liegt an dir? Okay, jetzt haben wir noch einen Pfeil. Ich sollte vielleicht... Jetzt haben wir noch einen Pfeil und, Ernsthaft? Ja, ich dachte, da könnte man das dem Robert geben und dann kann er das selber durchschneiden. Ja? Nein, ich verstehe schon. Fliegen, was mache ich mit den Fliegen? Brustbeutel. Sonst ist da nichts mehr in der Brusttasche. Schade, dann gehen wir wieder runter. Okay, der hört jetzt nichts mehr. Heißt, das zweite Messergebnis dürfte nicht abgefangen werden. Rein theoretisch? Wir probieren es einfach mal. Einmal hier drauf drücken. Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Oh. Okay, ist gut. Dann schieben wir das Ding jetzt einfach mal. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Das ist aber noch nicht abgelenkt. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Jawohl, das brauchen wir noch. Yeah! Ein weiterer Papierflieger. Wie schön. Ein hervorragendes Exemplar. Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar! Aber es fehlt immer noch einer. Seht euch die Charta an. Die Windwirbel scheinen uns etwas sagen zu wollen. Ja. Wirklich, einen Schnittpunkt gibt's ja nur. Merkwürdig. Die Karte könnte tatsächlich zu einem weiteren Windbrunnen führen, wenn sie nur vollständig wäre. Ja, es fehlt uns genau noch ein Ding, und zwar wegen dem Viech. Okay, dann drehen wir die mal zu dem Viech. Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Können wir jetzt... Ach so. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Genau, und jetzt können wir doch vielleicht... Weiß nicht. Ja... Nein. Nein. Schade eigentlich. Nicht rumblödeln. Können wir die Brille eigentlich wieder mitnehmen? Die brauche ich nicht mehr. Ach so. Schade. Was ist eigentlich mit dem Sattel? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Sattel auf einer Tonne? Brauche ich eine Tonne?
eine Tonne? Ich habe ein Flugzeugwrack draußen. Irgendwie müssen wir dann noch ablenken. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Langsam ist es ver... Das ist schwierig. Also ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Ja. Hey. Er fängt alles ab. Mir reicht. Nachglauben. Wow. Ja, das haben wir ja schon alles gehört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Moor. Was zur Hölle? Was soll das? Soll ich es umrühren? Ja. Ich habe jetzt so einen enorm langen Stab, aber den... Keine gute Idee. Ja, kann ich nicht kombinieren. Hey, nicht kratzen! Ich darf doch sehr bitten. Wird nicht funktionieren, aber wenn sie es kaputt machen... Nee, kaputt machen will ich nichts. Hey, nicht kratzen! Wir haben immer noch die sehr wunde Stelle am Hinterkopf. Wir brauchen da irgendeine Art Creme. Ach ja, was sehen wir denn da? Ich will es nicht zerstören. Warum nicht? Vielleicht ist da irgendwas drin, was uns hilft. Keine gute Idee. Fliegen. Fliegen wären ja ganz praktisch, um ihn unten abzulenken, oder? Sechs Tage sitzt er hier oben schon? Hey Robert. Na, was geht? Halt durch, ich bin gleich bei dir. Hey Laura, du kommst, um mich zu retten. Shh, nicht so laut. Willst du, dass der Verrückte uns abknallt? Tja. Ich hab die Fliegen, ich hab ein Seil, ich hab das Ameisennest, ich hab die Wäscheleine. Ich habe sonst nichts. Na. Ja. Nein. Ja. Nein. Was bringt mir das Ganze? Das würde ich gerne wissen. Würde ich wirklich gerne wissen. Das kann ich da nicht hinwerfen. Nicht rumblödeln. Ich muss die Welt retten. Zeigestock kann ich auch die Fliegen nicht vertreiben. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. Pusterohr einsaugen? Keine gute Idee. Honig. Irgendwas Klebriges? Ich bin wirklich gerade verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe da den Schädel, ich habe hier die Aerologen, ich habe diese Windmaschine, ich habe die Tanköffnung. Ja. Nein. Gibt es denn hier noch irgendwas? Kann ich in den Aus... Kann ich jetzt wirklich... Was ist das? Wie geht's? Jetzt ist der Pfeil ganz verklebt. Wir haben jetzt einen klebrigen Pfeil. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Netter Einfall. Wir haben jetzt einen... Warum haben wir jetzt einen klebrigen Pfeil? Ich bin wirklich gerade sehr verwirrt. Ha, klebriger Pfeil. Natürlich, doch, was Klebriges. Bin ja selber doof, hab's doch gerade gesagt. Wegen den Fliegen. Aha. Und zwar könnten wir jetzt rein theoretisch die Fliegen hier dran fatzen. Ja. Die Viecher scheinen Honig zu lieben. So. Kann ich ihm das jetzt unterjubeln?
Ich sollte vielleicht nicht sein. Nein, kann ich nicht. Gut, dann gehen wir wieder runter. Auf zum Waldrand. Und jetzt gehen wir wieder da zur Maschine. Und schmeißen einmal den Pfeil da rein. Ich will den Auspuff nicht wieder verkleben. Dann schmeißen wir es in die Maschine. Ja, nein. Warum nicht? Langsam ist es verzweifelt. Vielleicht. Ah, Blasrohr. Nein, das bringt nichts. Wieso denn nicht? Da reinstecken und dann... Ernsthaft? Ja. Ist bald voller Ernst. Okay, bla 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 bla. Kopf, bla, Sattel, weiß ich nicht. Können wir ihm das einfach so geben? Jetzt einfach so vielleicht geben? Also, hier, bitteschön. Ach so, und das ist dann gleichzeitig auch eine Creme für seinen Kopf. Aha! Okay, gut, meinetwegen. Yay, wir haben es gelöst. Gott sei Dank, endlich. So, jetzt aber. Auf geht's. Juhu! Ja, die letzten Daten. Endlich. Huch, Nase. Süd-Südwestwind. Linker Knick. Der letzte Messwert. Hier, es ist ganz deutlich. Es muss eine weitere Windquelle geben. Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Was haben wir nun für unglaubliche Möglichkeiten? Wir müssen einen Pakt schwören. Wir müssen die Karte in 4 Teile teilen. Warum 4? Na, einen Teil für dich, einen für mich, einen für Latz und einen für die Putzfrau. Erzählen wir es doch, Conroy. Er wird uns zu Obererologen ernennen. Ausgezeichnete Idee. Auf, meine getreuen Erologen. Lasst uns neue Meilensteine der Wissenschaft erklimmen. Ja, hört auf den Typen, der Honig in den Tank gekippt hat. Ihr habt eure Karte. Ach, was soll's. Ja, die nehmen wir jetzt nämlich mit. Sehr gut. Juhu. Ich freue mich. Ja, gut, weiter geht's. Wir haben jetzt eine Windkarte. Wir können den Schädel mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Dann nehmen wir halt den Sattel mit. Ja! Können wir noch irgendwas mitnehmen? Es ist jetzt die Gelegenheit, alles zu klauen. Dich mitnehmen? Da ist schon genug Schlamm drin. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Gut, brauchen wir alles nicht mehr. So, warum haben wir jetzt einen Sattel? Ich lasse ihn besser in Ruhe fressen. Könnten wir das vielleicht da vorne drauflegen? Gutes Beispiel von... Bringt nichts, alles klar. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt einmal schwuppsiwupps wieder hoch. Ja, nein. Für was haben wir jetzt einen Sattel? Ernsthaft? Was hast du vor? Keine Angst, ich habe an alles gedacht. Du müsstest eigentlich den Sumpf treffen. Und wenn nicht? Gib dir Mühe und ansonsten triffst du zumindest den Boden. Aber was, wenn... Nicht reden, zielen! Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Du wirst schon noch reden. Ich habe Geduld. Ich habe seit 20 Jahren Geduld. Das sind aber nur 6 Striche. Sei nicht traurig. Du hast den Sumpf echt nur um 20 Zentimeter verfehlt. Naja, dafür habe ich ja den Felsbrocken getroffen. Zum Glück hat das Hornissennest deinen Sturz gebremst. Ja,
Aber ich hätte nicht versuchen sollen, mich an den Dornen festzuhalten. Oh. Hey, wir sind da. Nach der Karte ist das der seltsame Ort. Windstill hier. Was ist hinter dieser Pforte? Finden wir es heraus. Ein weiblicher Schruf. Okay, und was es mit ihr damit auf sich hat und mit dem Tor. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.